So, und damit herzlich willkommen zurück zu GTA Vice City Stories. Wir haben hier eine Mission bei Lance Vance. Und ich habe echt Angst davor. Blitzkrieg. Oh Gott. Find a way to get out of this, man. Lance, what the fuck is wrong now? Nothing. Nothing at all. We're fine. Really? Because I tell you something, we don't look fine. Well, let me tell you something, we are. Well, we look like a moron who just realized we just screwed up his entire family. Well, speak for your damn self. It's just business, baby. I think I sorted out everything. I am cool, man. I am relaxed as hell. Yeah. What are you talking about? The Mendez brothers, they don't want us dead anymore. No? No. They might want to hurt us a bit, but kill us? Nah. Okay, so a pair of homicidal lunatics merely want to hurt me a bit, and I'm actually pleased about it. What have you gotten us into, you dumb shit? Bro, we cool. No problem. Oh, Lance. Yeah, it's the Don. What? You shitting me, right? Damn. What? There might be a little problem. Was ist los? Stop yelling at me! It's not my fault! Yes, it is! If you hadn't stolen the Mendez's coke, they wouldn't be attacking all of my businesses! I'm sick and tired of you blaming me for everything! Now I'm gonna save your empire! You do what you want! Na ja, Zeit, jetzt dürfen wir rübergehen. Okay, meine Gang verteidigt alle anderen. Und ich darf jetzt hier rübergehen. Wegen fucking Lance. Der wieder es einfach mal nicht sein lassen kann, hier nur Scheiße zu bauen. Ist doch voll Idiot. Oh komm! Die Biker können mir auch mal den Buckel runterrutschen. Hallöchen! Ja. Danke. Das Auto brauche ich sowieso nicht mehr. Lance, you haven't a chance. Ja, komm, Lance. Hast du noch weitere Sprüche? Ah, kacke, ich kann ja Lance Schaden zufügen. Lance, kannst du mir einen Gefallen tun und nicht sterben? Das war meine Schuld. Oh Gott. Okay, wir sehen uns. So, wir sind wieder da. Gut, dann auf ein weiteres. Hui! Ey! Ich hab Vorfahrt gehabt. Vollidiot.
Gut, dann gebe ich mir jetzt mal Mühe, Lance nicht unbedingt abzuschießen. Auch wenn ich das sehr gerne machen würde und es mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, aber irgendwas sagt mir, dass das doch nicht so gut ist. Dieser blöde moralische Kompass. Ja, ich sollte bremsen. Irgendwas sagte mir, ich sollte bremsen. Ups. You're on my turf now! Ja, das ist super. Was war das, Lance? Oh, die AK ist echt heavy. Lance! Vollidiot. Egal. We did it! We won! Yeah? Well, I wouldn't go that far, bro. What do you mean? We might have won the day here. But we probably got our asses whipped elsewhere. I'm sorry, man. Arschloch. Mendev, scheinbar haben wir gemeinsame Interessen. Melden Sie sich bald. Ja, das mache ich. Wenn ich hier für die Scheiße so runter bin. So. Ja, weißt du die? Yep. Kacke. Scheiße. Ja, ich wollte schon sagen. Kommen wir jetzt hier gar nichts mehr hin. Gut, dann gehen wir zu Raimi. Und machen seine Mission. So, boah, das ist so kacke mit einem platten Reifen. Okay, beide sind sogar ziemlich an einem gleichen Ort. Ich nehme mir gleich ein anderes Fahrzeug, wenn es so weitergeht. Ist ja mal echt scheiße. Okay, weißt du was? Du hast ein schönes Fahrzeug. Das ist jetzt meins. Sehr schön. Okay. Gut. Ja, genau. Komm. Nichts von der Straßenverkehrsordnung gehört. Vollidiot. Ich möchte das. So. Fahren wir zu Raimi. Was hat denn Raimi so für uns? Fahrrad.
So. Ah, kacke, ich werde angeschossen. Scheiße. Cool, ich hab einen Krieg mir angeguckt. Yay, aber ich bin falsch abgebogen. Muss nochmal zurück, muss die anderen Biker auch noch holen. Die anderen Biker muss ich mir jetzt auch noch holen. Okay, die reparieren das jetzt. Deswegen bin ich falsch abgebogen, weil ich generell hier... Polizei mischt mit. Cool. So, jetzt aber. So. So funktioniert das. Okay. Welcome to Pawn Island. Ja, ich nicht und jetzt lass mich in Ruhe. Scheiße. Halt die Fresse. So. Dann gehen wir mal rein. What do you think, eh? It is genius, no? Genius! Frankie! Genius, Rennie! Genius, darling! It is the story of the age! Success and failure! Men, women, and me, I smash them together! Art and advertising, future and past! Men and women! Frankie, who is this gorgeous man? I don't know. Who are you? I'm looking for someone called Rennie. Ta-da! Yeah, Spitz said you might want something. Something? Ah! Cocaine! Darling, I want cocaine! Mommy wants some snort and she wants it now! You must be the cocaine man! Frankie! The cocaine man is here! Hey, you think you can say it any louder? I don't think they heard you in Cuba. Oh, you fucking square! It's only a bit of snow! It's 1984, darling! Everyone is on cocaine! Whatever you say, mister. Lady? Oh, darling, I'm a little bit of everything. I'm universal. Rainy Wasselmeier. But you, Angel, you're unique. Can I film you undressing? No, Rennie, we've got a problem. Not now, darling, I'm flirting. I'm dreaming. Rennie. Chateau on the Loire. But Rennie. Two lovers entwined. Rennie, the stunt guy just quit. He said he didn't like you touching his ass. Hey, what? Oh, that was just fun. This is real passion. Darling, please. Save me. Get off. Then save me. Wait. What do you need? Just a driver. Okay, fine. Just get off. Hey, get off. Gut, dann fahren wir doch. So you don't need any product? I need metaphor for the calamities of life, darling. Drive well and I'll find you more buyers than you can use, with more users than you could buy. Remember, Angel, this commercial needs action, action, action! Okay, action. Wir brauchen Action. Gut. Dann machen wir das doch. Wir können dann jetzt hier so. Fahrt zur Startlinie. Das machen wir doch gerne. Ich bin da. Ramme Stuntfahrzeuge, okay. Für die Action. Ramme Stuntfahrzeuge rammen. Okay, wir brauchen Action.
Kacke. Den haben wir nicht bekommen. Wir brauchen etwas Action. Sonst haben wir ein Problem. Huch. Das ist ein bisschen Action gewesen. So. Find's gut, dass die Polizei sich nicht drum kümmert. Mist. So. Ah. Habe ich verfehlt. Okay. Hui. Danke. Hui. Das war sehr viel Action. So. Gott. Danke. Bam. Und. Scheiße. Wie soll ich denn so Action liefern? Mann, das geht doch nicht. Okay, das geht aber. Bam. ja. Oh. Ups. Wurde trotzdem erfüllt? Wir sind nicht mit der richtigen Geschwindigkeit da reingefahren. Da gab es keinen Stunt am Ende. Wie kacke sind wir bitte? Get off of me. Jedenfalls danke für deinen Wagen. Haben wir noch eine Mission? Von Raimi? Sieht nicht danach aus. Schade. Die Mission hat mir ziemlich Spaß gemacht. Dann gehen wir doch zu dem Mendes. Gut, aber wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge von GTA Vice City Stories. Bis dann, haut rein und tschüss!